Man sieht, dass man alt geworden ist, wenn man sich noch daran erinnern kann, wie diese Jungs hier angefangen haben damals. Es sind nämlich die Backstreet Boys und ihre Karriere hat tatsächlich vor 20 Jahren begonnen. Damals war bei jedem Konzert absoluter Kreischalarm, die Mädels sind reihenweise umgekippt. Und das ist eben jetzt schon 2 Jahrzehnte her und in dieser Zeit hat sich eine Menge verändert. Also die Backstreet Boys haben sich verändert, sind total gesittet geworden, die haben zum Teil Familie gegründet und bei den Fans ist das natürlich ganz ähnlich geworden. Gestern gab es ein Comeback-Konzert in Berlin und für viele Fans war das so ein bisschen der Moment für abgeklärte Nostalgie. I'll never break your heart. I'll never make you cry. Touch your face, Howie, touch your face. Auge in Auge mit Howie von den Backstreet Boys. Eine Dame hat das gewünscht und bekommen. Höhepunkt des sogenannten Fan-Events am Abend in Berlin. Ein Kuss des zweifachen Familienvaters gab's noch obendrauf. Das Geschrei entsprechend groß. 99% Frauen, grob geschätzt. Und die standen vor dem Konzert noch artigst in der Schlange. Alle haben da noch Stein und Bein geschworen, dass die hysterische Zeit längst Vergangenheit ist. Zum letzten und zum ersten Mal 1997. Wie viel lauter hast du da geschrien und gekreischt? Ich glaube, sehr viel lauter, als ich heute kreischen werde. muss ich das jetzt nachmachen, oder wie? Nicht nötig. Das hat man ja drin schon gehört. Zum Beispiel, als die neue Single präsentiert wurde in romantischer Akustikversion. We're fortunate to have a large female fan base. Natürlich freuen wir uns, dass wir so viele weibliche Fans haben und da draußen sind auch Männer. Und überhaupt, wir nehmen alle Fans, die wir kriegen können. 5 Männer auf der Bühne und 5 Männer im Publikum, grob geschätzt. Wobei wohl nicht alle freiwillig kamen. Jein. Also ich wurde spontan eingeladen und konnte dann auch nicht wirklich Nein sagen. 7 Jahre haben die Fans auf dieses Comeback gewartet. Das Warten auf einen Kuss dauert für die meisten allerdings noch an.